Das Wetter hat am Anfang leider nicht so recht mitspielen wollen bei der Veranstaltung Elektrisch rund um den Ammersee, kurz ERUDA. Aus ganz Europa waren Elektromobile dabei bei der größten Elektromobilitätsfahrt in Deutschland. In Landsberg konnten dann Interessierte die Fahrzeuge aus der Nähe kennenlernen. Neben den 150 Fahrzeugen der ERUDA haben wir uns natürlich auch bemüht, einige Autohäuser hierher zu bekommen. Hinter ihnen haben wir ein Auto, einen Mercedes-Wagen, wir haben drüben Nissan, wir haben Mitsubishi dort unter anderem. Antriebstechnik und Akkus sind bei diesem Taxi im Fahrzeugboden gut versteckt. Taxifahrer Sascha Spörl ist ganz begeistert. Es ist sehr leise, es ist energiesparend, es hat viel Platz und es macht wahnsinnig Spaß mitzufahren. Auch nicht nur als Fahrer, sondern auch als Mitfahrer. Und wie bewährt sich dieses innovative Fahrzeug im rauen Taxibetrieb? Ich habe einen Fahrgast, der muss regelmäßig zum Flughafen und dann hole ich ihn auch wieder ab. Für das Aufladen der Akkus gibt es erprobte Lösungen, wie Herr Schaller erklärt. Es gibt mittlerweile 200.000 Fahrzeuge, die verkauft wurden und ausgeliefert. Mit der Typ-2-Variante ist der Leaf bei 400 Volt in 3,5 Stunden vollgeladen. Für die Mobilität in der Stadt reichen aber oft schon zwei Räder aus. Und Spaß macht es sowieso. Wenn dann der Strom für die Elektromobilität vom Lech oder von der Sonne kommt, dann freut sich auch die Umwelt ganz besonders.